Okay. Aber es ist halt einfach geil, mit einer Piranha-Pflanze zu kämpfen. Kannst mir nichts erzählen. Warte mal. Ist das das Ho-Oh, was wir gerade benutzen? Ist ein anderes Ho-Oh? Dann will ich Ho-Oh einmal... Komm, machen wir einfach andere. Why not? Machen wir einfach andere. Was ist das denn hier? Gravity Samus? Können wir auch noch nehmen. Und natürlich der Goldene. Dann würde ich sagen, let's go. Wie der gute alte Mario sagen würde. Vor allem der Goldene, weißt du, der wird helfen. Das Ding ist, die Piranha-Pflanze habe ich... Ich habe da bisher 3 Games mitgespielt. 2 waren im Stream. Die habe ich Gott sei Dank gewonnen gegen den Kizaru. Obst. Aber der Kizaru war nicht in Topform, muss man sagen. Deswegen weiß ich nicht, was das für eine Aussagekraft hat. Der hat halt viele Moves, die nice sind. Ich weiß noch nicht, wie man die benutzt. Okay. Aber es ist halt einfach geil, mit einer Piranha-Pflanze zu kämpfen. Kannst mir nichts erzählen. Ist halt auch schon ein bisschen aggressive, ne? Und wieder halt die Fly-Hacks hat, ne? Hä? Oh, okay, das war zeitgebunden, nice. Gut, dass wir so ein... Ich glaube, der ist eher nicht Heavyweight, der ist Semi-Heavyweight. Also so ein Mittelding. Der ist halt nicht übel schwer, aber der ist halt schon fett. Aber noch nicht Lollig-Niveau. Das kann man so nicht sagen. Ist noch kein King Karool. Was haben wir denn hier? Eine Chest mit ein paar Geisterpoints. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wie geht's denn hier weiter? Plus-Karte. Ne, hä? Warte mal, wir brauchen nochmal die Karte. Was steht da unten rechts? L. So, da unten ist so eine Röhre, da kommen wir ja nicht hin, ne? Da links wollte ich jetzt nicht weiter wegen dem Charakter. Hä, da oben muss es doch weitergehen. Scheinbar ja nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Mitte vielleicht. Also ich würde da oben ganz gerne weitermachen. Wo auch die Stadt ist. Alter, die Zunge. Nicer Charakter. So, achso, jetzt haben wir uns den Weg quasi gespart, um den Charakter da zu holen. Eigentlich ist es total dumm. Aber ich will jetzt ein bisschen mit der Piranha-Pflanze kämpfen und wir kommen sonst in totales Chaos, wenn ich sage, oh, wir müssen ja noch 10 Charaktere. Charaktere. Warte mal. Wir müssen ja noch 10 Characters. Characters, sag ich jetzt aber. Nutzen. Ich weiß halt keinen. Ich weiß halt nicht mehr welchen. Holy shit, diese Safeness. Alter, wie sie spammt, Alter. Alter, die Blume auf dem Kopf ist real. Ich weiß halt nicht, wie man auch, wenn man schon den Flyhack hier anhat, wie man dann am besten angreift. Alter, verpiss dich jetzt. Also im Fliegen kann er schon mal nicht angreifen. Aber dafür machen wir das, damit wir das lernen. Ja? Dafür ist der ganze Shit hier und ich will gerne mehr von ihm lernen. Deswegen würde ich ihn ein bisschen länger benutzen, ganz gerne eigentlich. Auch wenn das vielleicht nicht ganz legal ist. Weil wir müssen auch ein bisschen Gleichberechtigung walten lassen. Ist eh Nomad. Kommen wir auch nicht durch. Leel? Das ist schon ein bisschen lol. Ach komm, okay, komm. Wir machen jetzt Pac-Man frei, aber kämpfen noch nicht mit Pac-Man. Sorry, aber... Ich will ein bisschen mit der Piranha-Pflanze rumpflanzen. Der hat voll den Giftangriff hier. Ich weiß, wie ich den auflade, aber wie nutze ich den denn? Ach so, warte mal. Das wollte ich immer wissen, wie das aufladen geht. Nach unten. Da muss ich näher dran. Eigentlich habe ich das jetzt gegessen, ne? Muss halt ein bisschen zielen, ne? Batz! Weiß nicht, ob der Angriff immer Sinn macht. Wenn ich den mit dem Flyhack treffe, kriegt er dann Schaden? Der kann halt auch echt gut springen und alles, ne? Ups! Naja, gut. Das war jetzt nicht ganz so schwer.
Bin ich ja ganz froh drum, wenn Sachen mal nicht ganz so schwer sind. Ich möchte keinen Glurak 4.0. Das muss nicht unbedingt sein. Patz! Hallo Pac-Man. Was passiert? Hä? Oh shit! Was tut es? Soll ich da hingehen? Ist es nicht ungesund? Sie spuckt einfach Feuer dahin und ich soll da jetzt hingehen? What? Okay. Mach mal den Nebel hier weg. Ich sehe gar nichts mehr. Melinda. So, shit auf den nachteiligen Geistertypen. Ich glaube nicht, dass Melinda der Glurak 4.0 wird. Sakura. Aus Fire Emblem. Bereit? Los! Fuck. Also der ist nicht immer so nice. Er ist halt so eine alte Pflanze, ich sag's dir, Alter. Aber wie sie mich angelt, ne? Hä? Ey, ich wollte fliegen. Er ist nicht geflogen. Er ist nicht so gut. Okay, die sind schon ein bisschen unnetter, die beiden. Mega Man. Komm, jetzt mach doch mal hier. Warum gibt's den Dr. Kawashima nicht als Fighter, Alter? Okay, ein bisschen weniger ausprobieren. Sondern mehr machen. Alter, die sind ja heftig. Alter, warum seid ihr so heftig, Mates? Alles klar! Muss man ein bisschen groß. Die sind ja echt schon ein bisschen heftig. Alter, wie die sich die ganze Zeit healen. Holy shit. Ist es Glurak 4.0? Haben wir es? Ist es soweit? So schnell schon? Wie heilen die sich die ganze Zeit? Das kriege ich gar nicht mit. Latias und Latios. Okay. Bereit? Los! Vielleicht ist die Piranha-Pflanze auch ein bisschen zu slow für die. Aha, zu spät losgeflogen. Okay, Glurak 4.0 hat bestimmte Voraussetzungen. Mindestens 10 Deads in 10 Sekunden. Haben wir fast erreicht. Das Ultraschwert. Aus Fehlern wird man klug. Hoffentlich werdet ihr auch beim Story-Mode klug. Ja, genau. Patz. Wie heilen die sich immer? Ah, nice. So kann man die also auch damagen. Hä, wo kommt der denn her, Alter? Ach da, ich hab das gesehen. Hä? Niederlage. Fortsetzen. Hä? Warum sind die so heftig? Ja, dieses Game ist so nice. Poponcho, Poponcho. Dieses Game ist so nice. Bereit? Los! Die teilen halt auch aus ohne Ende, ne? Thank you.
Warum fliegen sie denn nach da, Alter? Die! So, das wollte ich erreichen. Ich kann sie mit dem Flug eigentlich ziemlich gut von ihrer Partnerin trennen. Was jetzt ja ganz gut geklappt hat. Oh, Feuerschwert. Nein! Komm, geh rein da. Patz, 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 flieg weg. Hä? Was war das denn jetzt? Oh! Nein! Warum das? Warum an so einer Kackstelle? Wegen diesem scheiß Stachelboy. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay. Hände werden langsam warm. Kann man die eigentlich nice mit durch die Gegend fliegen, würde ich sagen. Wenn die sich nicht ständig healen würden. Die hat halt wieder 8. Ja, nice. Danke, Mates. Okay, das war ein bisschen dämlich. Achso, da. Hä? Also droppen irgendwie die ganze Zeit Früchte, glaube ich, die fressen. Oder wie sehe ich das? I don't know. Komm jetzt hier, mach mal zack, zack, zack. Bereit? Los! Angel mich erstmal, nice. Nice Begrüßung. Ich kümmere mich jetzt um die gelbe erstmal. Um die gelbe, Alter. Immer die Bomben hier droppt, ne? So, die Blume mit der Blume in der Hand. Ich krieg's ja nicht repariert hier. Alter! Alles klar, muss mal ein bisschen groß gerade. Warum? Pac-Man easy as fuck. Und jetzt wieder so eine Scheiße. Ich verstehe dieses Spiel wirklich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man sowas tun? Bereit? Los! Alles klar. Nice Slow-Mo-Effekt auf jeden Fall. Patz. Jetzt kommt sie halt nicht mit, weißt du? Warum fliegt er nicht hoch? Vor allem, warum speit er Feuer und macht mir Schaden? War das immer schon so? Also in den Games, wo ich das benutzt habe, hat er mir keinen Schaden gemacht. I don't know. Bereit? Los! So nicht. Okay.
kannst sie halt auch nicht ordentlich grabben, weil die halt zu zweit wie Kacke auf dich eingehen. Das ist halt unglaublich. Junge, Junge, 147% und die haben beide einfach null. WTF! So, der spuckt mich nicht wieder mit Feuer an. Es bringt halt nichts, weil die halt 0% gefühlt haben. Niederlage fortsetzen. Wenn das echt so weitergeht, nach jedem verkackten... Ey. Du hast drei Gegner Ruhe und dann hast du wieder so einen Müll einfach nur. Bereit? Los! So catch ich euch jetzt, Alter. So catch ich euch jetzt. Okay, doch nicht. Wenn die sich nicht hochhacken würden. Alles gut. 2 vs 1 nehme ich an. Aber dieses ständige Healen. Was soll die Scheiße? Was soll diese Scheiße? Das wäre sowas von fucking easy, wenn die sich nicht fucking ständig healen würden. Da dürfen die auch gerne krass sein oder so, aber doch nicht so eine Scheiße, Mann. Ja, genau. Hat sie mal 76% und dann ballert die andere mich ab. Nice, boy. Holy shit. 60 Unterarten sind bekannt. Bereit? Los! Du wirst 72%. Wie soll das noch funktionieren? Ohne Witz, 100%, die haben beide fast null. Wie soll das noch logisch funktionieren? Ohne Scheiß. Gewonnen. Hä? Was ist passiert? Hä? Was ist passiert? Kann ich bitte zurückspulen? Ich sehe es gerade nicht. Was ist passiert gerade? Ich hab nicht zugeguckt. Alter, mach ich jetzt kurz Pause, Alter. Das reicht, Alter. So, da muss ich mich mal ganz spontan beruhigen. Um diese unlogische Kacke einfach zu verstehen. Das Ding war halt einfach AFK. Also ich war... Ich hätte AFK sein können und die wäre halt draufgegangen. Glaube ich. Ist halt einfach runtergejumpt.